Ich denke, das war ein sehr gutes Auswärtsspiel für uns. Und nichtsdestotrotz, in der Kürze der Zeit ist dieses Spiel natürlich mitzunehmen, das Selbstvertrauen mitzunehmen. Aber ohne jetzt den Zeigefinger zu heben, was das Spiel am Freitagabend angeht, da werden wir mit Selbstvertrauen natürlich reingehen, aber ohne dass wir in irgendeiner Weise da auf falsche Gedanken kommen, auf die Tabelle gucken und die Fragen könnt ihr euch eigentlich jetzt schon sparen, weil die Tabelle werden wir uns erst im Winter angucken. Ich habe dieses Spiel gegen Paderborn noch im Hinterkopf aus der letzten Saison. Das war wohl eine unserer schlechteren Leistungen, was wir mit Hängen und Würgen nachher 2-2 gespielt haben. Das wollen wir natürlich am Freitagabend besser machen. Und von daher ist es wichtig, dass wir absolut fokussiert sind auf dieses Spiel, auf diesen Gegner und nicht uns an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Aber trotzdem mal, wie fühlst Aber du das? trotzdem. Ja. Aber trotzdem. Wir sind ja ein freies Land. Ne? Ja, Wie fühlt sich das an, trotz allem auf dem vierten Tabellenplatz zu sein? Ich glaube dir das ja alles, was du gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass ich das in Frage du stelle. glaubst es mir, Butsche, aber es kommt das Aber. Ja, ist das eine schöne Momentaufnahme, oben zu sein, auf dem vierten Tabellenplatz Ja, sagen wir mal und so, wenn wir das Spiel verloren haben hätten, dann wären wir Zehnter oder Elfter gewesen. Ja, hätten uns da irgendwo da ist es natürlich schöner, wenn du Vierter bist. das wollte ich. Ja? Butsche, das ist da. Du hast ja immer Fenkeln aus vom Selbstvertrauen gesprochen. Ne? Selbstvertrauen steigt ja auch manchmal mit der Tabellenposition. Ja, hey, wir können es doch. Ja. Ne?